Weil es geht natürlich für viele auch in diesem Land um das Thema Ungerechtigkeit und sagen, ja, da muss aber dringend was passieren beim Thema Ungerechtigkeit. Und für die Armen interessiert man sich aber komischerweise immer nur vor den Wahlen. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Nach den Wahlen ist das ganz schnell vergessen. Als Annalena Baerbock im Wahlkampf gesagt hat, man könnte ja Inlandsflüge streichen, da ist Friedrich Merz aber auf Twitter ausgerastet. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben. Er hat gesagt, jetzt wird den Armen auch noch der Mallorca-Flug gestrichen. Und dass Friedrich Merz bei Inlandsflug als erstes an Mallorca denkt, hat mich schon stutzig gemacht. Aber dass sich ausgerechnet die CDU, die seit 16 Jahren dieses Land regiert, für die Armut und für die Ungerechtigkeit interessiert. Und da habe ich gedacht, nein, der Friedrich Merz hat natürlich recht, Leute. Wie viele Supermarktkassierinnen und Krankenpfleger fliegen morgens mit der Lufthansa zur Arbeit? Das dürfen wir nicht vergessen. Und dann kommt Christian Lindner daher natürlich und der sagt, Herr Sieber, Sie müssen aber aufpassen. Ja? Der ganze Wohlstand muss ja auch erarbeitet werden. Und was kosten uns die Armen? Da sage ich, was uns die Armen kosten, das wird uns ständig vorgerechnet. Aber was kosten uns die Reichen? Das wird viel zu wenig gerechnet. Wer hat uns denn 2007, 2008 in der Finanzkrise weltweit Hunderte von Milliarden gekostet? Das waren doch nicht die Armen, die ihr Hartz IV an der Börse verzockt hatten und ihr Wohngeld ins Ausland geschaffen hatten. Es waren die, die zu viel haben, die glauben, dass alles käuflich ist. Uli Hoeneß hat an einem Tag 1 Million verzockt. An einem Tag 1 Million, das schafft unser einer nicht mal in der Woche. Wissen Sie, das sind die Verhältnisse, über die wir hier sprechen. Ja? Und dann, ja, und dann kann ich es nicht mehr hören, wenn es heißt, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Dass wir nicht in einer Leistungsgesellschaft leben, sieht man allein schon daran, dass Andi Scheuer ein Ministeramt innehatte. Ja, Leute, wenn Reichtum und Leistung zusammenhängen würden, da gäbe es in diesem Land sehr viele sehr reiche Paketzusteller. Kennen Sie einen, der zum Millionär geworden ist? Ich auch nicht. Ja? Reichtum und Leistung hängen halt nicht zusammen. Das ist ja das Verrückte, dass jemand in diesem Land an einem Tag so viel verdient wie ein anderer im Jahr, ist durch Leistung nicht zu erklären, Leute. Das kann mir keiner erzählen. Und am Ende ist Armut halt auch nicht Gott gewollt. Das sind politische Entscheidungen der letzten Jahre und Jahrzehnte. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Was ist denn passiert? Die Unternehmenssteuer ist gesenkt worden. Die Vermögensteuer ist ganz ausgesetzt worden. Die Erbschaftssteuer ist gesenkt worden. Arbeit wird mit bis zu 40% in diesem Land besteuert. Gewinne aus Aktien und Wertpapieren nur mit 25%. Die einzige Steuer, die erhöht worden ist in diesem Land in den letzten Jahren und Jahrzehnten, das ist die Mehrwertsteuer, die vor allem die Armen trifft. Das trifft vor allem die. Ja, die den ganzen Geld, was sie haben, in den Konsum stecken müssen. Die haben am Monatsende nichts übrig, was sie dann noch in die Rente oder in Aktien stecken könnten, wie es Herr Merz vorgeschlagen hat. Das ist eine Idee, die passt auf den Bierdeckel und zwar oben auf die Kante drauf, Leute. Armut ist gewollt in diesem Land. Sie ist gewollt, weil sie dazu führt, dass es immer einen gibt, der die gleiche Arbeit für noch weniger Geld und noch weniger Rechte erledigt. Das ist die Wahrheit. Und am Ende muss man bei den Armen immer den Traum vom Aufstieg aufrechterhalten. Und das hat man geschafft in diesem Land. Dass mehrheitlich Arbeiter aus den Unterschichten die CDU-CSU gewählt haben, das ist eine bewusste Manipulation, die passiert ist. Ja, da hat diesen Leuten eingetreten, der Traum vom Aufstieg, das muss aber am Ende ein Traum bleiben, weil sonst wird es eng in den Vorstandsetagen, Leute. Das muss ja allen einleuchten. Und dann frage ich mich am Ende, komm, was wollen wir der Welt erzählen über unseren Wohlstand? Ja, wissen Sie, was unsere größte Leistung in diesem Land ist? Unsere größte Leistung ist, dass wir hier geboren wurden, in diesem Land, mit dieser Demokratie, mit dieser Infrastruktur, mit dieser Freiheit. Das ist unsere allergrößte Leistung. Und was wollen wir dem Rest der Welt erzählen über unseren Wohlstand? Wir könnten uns unseren Wohlstand gar nicht leisten, wenn es die Armen nicht gäbe. Wenn ich in Bangladesch eine Frau für ein paar Cent die T-Shirts zusammenklöppeln würde. Und was wollen wir dieser Frau am Ende erzählen? Dass sie hart arbeiten soll? Dass sie was leisten soll? Dass sie nach 12 Stunden an der Nähmaschine halt mal noch eine Überstunde dranhängen soll, dann reicht es auch bei ihr zum Zweitwagen. Ernsthaft? Was wollen wir den Kindern im Kongo erzählen, die in den Minen die seltenen Erden rausholen für unsere iPhones und Smartphones und für unsere Laptops und für die E-Autos? Was wollen wir denen erzählen, dass sie froh sein sollen, dass es uns gibt? Dass sie nie einen Sonnenbrand hatten, weil sie immer unter Tage waren? Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir leben nicht über unsere Verhältnisse, wir leben über die Verhältnisse von anderen. Jeder ist seines Glückes Schmied, Leute. Und ich höre neulich eine Afrikanerin im Radio in einem Interview und sie sagt, diesen Spruch gibt es in Afrika auch. Jeder ist seines Glückes Schmied. Der heißt da, die Würfel sind längst gefallen. Wir werden uns am Ende die Frage gefallen lassen müssen, wie lange wollen wir noch die Armen bekämpfen und fangen nicht irgendwann an, die Armut zu bekämpfen.